Wenn Sie Bauunternehmer sind oder Geschäftsführer eines Ingenieurbüros und neue Mitarbeiter brauchen, dann versuchen Sie alles, aber holen Sie sich bitte keine fremde Hilfe, sondern warten Sie damit, bis Sie 77 sind. Warum das so ist, erkläre ich Ihnen gleich in diesem Video. Gestern rief mich der Geschäftsführer eines mittelständischen Bauunternehmens an und sagte: Mirsic, ich brauche einen neuen Bauleiter. Ich wollte mal mit Ihnen sprechen, ob Sie mir da helfen können. Wir haben jetzt schon alles Mögliche probiert, aber wir kriegen irgendwie keinen. Er sagte: Ja klar, lassen Sie uns mal reden. Und dann habe ich mich mal mit dem Mann ein bisschen länger unterhalten und das will ich Ihnen mal erzählen, was dabei so an Informationen rauskam und Ihnen die als Tipp geben, dass Sie es genauso machen sollen. Und zwar sagte mir der gute Herr, er wäre 77 Jahre alt, eigentlich schon längst in Rente und ist jetzt seit einem Jahr wieder jeden Tag auf der Baustelle, arbeitet jetzt nicht 8 Stunden, aber immerhin 4 bis 5 Stunden am Tag, weil sein Bauleiter, der bis jetzt den Laden mehr oder weniger geschmissen hat, vor einem Jahr am Herzinfarkt gestorben ist. Der arme Mann. Tut mir wirklich leid, sehr tragisch. Und jetzt hat er ein Jahr lang eben selber versucht, das irgendwie auszugleichen. Zusätzlich hat seine Tochter jetzt auch ist mit eingestiegen in dieses Unternehmen, steht jeden Morgen um 4 Uhr auf, weil die deutschlandweit Baustellen haben, fährt teilweise diese Baustellen ab, um zu gucken, was da so los ist, und eben auch Bauleitung vor Ort zu machen, weil eben dieser eine Universalbauleiter, den sie da mal hatten, das aber alles gemacht hat, der aber jetzt nicht mehr da ist. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, die haben jetzt halt ein Jahr lang gewartet, bevor die mal den Hörer in die Hand genommen haben und sich mal darüber erkundigt haben, wie sie sich professionelle Hilfe für dieses Problem holen können. Ne, also ich konnte das überhaupt nicht fassen, ne, dass die das jetzt ein Jahr lang durchgezogen haben, wirklich nur mit den Methoden zu arbeiten, die schon seit Jahren nicht mehr funktionieren und erstmal geguckt haben, ja, wie kann ich in Anführungsstrichen Geld sparen? Wir können uns ja keine professionelle Hilfe leisten, wir machen das lieber selber und müssen jetzt wirklich mit 77 nochmal ran. Und die arme Frau hat jetzt auch schon ihrem Vater gesagt: Pass auf, Papa, wenn wir hier keine Lösung finden, dann schmeiße ich auch hin, dann geht der Laden halt in die Brüche, weil so habe ich mir das Leben nicht vorgestellt als Inhaberin eines Baubetriebs. Nämlich jeden Morgen um 4 Uhr aufzustehen, bis abends, nachts teilweise zu arbeiten, um das Ding am Laufen zu halten, weil wir keine qualifizierten Mitarbeiter haben, die Teile für uns übernehmen können in der Führung oder auch in der Ausführung, je nachdem, wo es hapert. Und deshalb mein Tipp heute an Sie: Warten Sie auch so lange, bis Sie 77 sind. Denn dann haben Sie auf jeden Fall noch was zu tun im Leben. Weil normalerweise ist es ja wahrscheinlich langweilig, mit 77 nur zu Hause rumzuhängen, das Leben zu genießen, in den Park zu gehen, vielleicht mal zu reisen. Nein, machen Sie das nicht. Arbeiten Sie bis zum letzten Drücker. Weil hat ja sonst keinen Sinn. Sonst geben Sie vielleicht Geld aus. Oh Gott, Sie geben Geld aus für einen professionellen Recruiting-Experten, der Ihnen vielleicht für ein paar Euro oder lassen Sie es 5.000 bis 10.000 € sein, ist ja egal, plötzlich einen super Mitarbeiter bringt und Sie haben alle Probleme gelöst. Aber nein, lieber nicht. Lieber warten, lieber leiden, bevor man auch nur einen Euro in die Hand nimmt. Ich sage dazu nur herzlichen Glückwunsch, richtige Entscheidung. Denn so haben Sie Geld gespart. Die Tochter übernimmt den Laden nachher nicht, kein Problem. Sie haben Geld gespart. Und das ist ja das Wichtigste im Leben, ne? Also, ist natürlich alles ironisch gemeint. Verstehen Sie ja wahrscheinlich. Lassen Sie sich professionell beraten, wenn Sie da wirklich einen Bedarf haben. Warten Sie nicht, bis Sie 77 sind oder bis Ihre Tochter oder Ihr Sohn dann sagt: Ich will den Laden nicht übernehmen, wenn da so viele Probleme sind, so viele ungelöste Probleme, die der Vater oder die Mutter nicht gelöst haben und die jetzt an mir hängen bleiben. Lösen Sie Ihre Probleme, bevor Sie 77 sind. Lassen Sie sich professionell helfen. Lassen Sie sich zumindest erstmal kostenlos beraten, was alles möglich ist, was alles geht, was es denn dann wirklich kostet. Und dann können Sie immer noch überlegen und entscheiden, ist es mir das wert. Aber in der Regel ist unsere Dienstleistung im Vergleich zu dem Nutzen, den Sie haben, mega viel wert und viel, viel zu billig, wenn man so will. Wenn man dafür wirklich ein entspannteres Leben hat und das genießen kann und eine Tochter oder einen Sohn hat, die den Laden auch gerne übernehmen und sich nicht auch noch, wie Sie es gemacht haben, den Arsch aufreißen müssen, sondern ein bisschen entspannter die Sachen angehen, ist es das nicht wert? Ich empfehle Ihnen,
Melden Sie sich bei mir. Ich berate Sie im ersten Schritt kostenlos, was man alles machen kann. Und dann sehen Sie ja, ob das für Sie passt oder nicht und ob Sie das investieren wollen oder nicht. Natürlich kostet Mitarbeitersuche Geld. Das ist nun mal so. Nichts ist umsonst. Nicht mal der Tod. Deshalb empfehle ich Ihnen, wegen SAP ist es wirklich wichtiger, ein paar Euro zu sparen oder den Laden gut zu organisieren und dann die Nachfolgegeneration sauber zu übergeben und mit 77 eben nicht mehr wieder arbeiten zu müssen, weil man keine Leute hat. Das ist Ihre Entscheidung. Ich weiß, wie meine Entscheidung aussehen würde, aber ich kann sie Ihnen nicht abnehmen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und überlegen Sie sich gut, wie Sie mit dem Problem Mitarbeitergewinnung umgehen. Bis dann, Ihr Marco Miosic. Ciao.